Gummersbach, TSV Hannover, Burgdorf, der traditionelle Trainertalk. Der VfL Gummersbach hat gewonnen mit 8 Toren Vorsprung, 35 zu 27, Halbzeitstand 16-13. Zu meiner Rechten der Trainer von Hannover, Christopher Nordmeier, zu meiner Linken Sead Hasan Efendic. Wir fangen, wie sich das gehört, mit dem Gästetrainer an. Eine relativ deutliche Niederlage am Ende. Wie ist dein Fazit? Ja, zuerst einmal Gratulation natürlich an Sead und an die Mannschaft zu diesem verdienten Sieg. Ich denke, es war ein Spiel, über das man viel sprechen kann aus unserer Sicht. Wir wollten aggressiv in der Abwehr anfangen, das hat nicht funktioniert. Als wir in der Deckung zu unserem Spiel gefunden haben, haben wir im Angriff auch besser gespielt, kamen auch zu schnellen Toren. Dann konnten wir das Spiel bis zur Halbzeit offen halten. Und in der zweiten Halbzeit bis zur 45. Minute vielleicht auch. Aber es ist natürlich dann klar, hervorragende Individualisten auf der Seite von Gummersbach immer wieder in 2-gegen-2 Situationen zu verteidigen, klappt nicht immer. Leider haben wir auch ein bisschen unsere Linie vorne verloren, haben dann ein bisschen frühe Schüsse genommen und einfach auch zu viele technische Fehler gehabt, um hier zu bestehen. Aber insgesamt muss man auch sagen, im Hinspiel hat alles geklappt und im Rückspiel eben nicht. Und dann kann man bei so einer starken Mannschaft wie Gummersbach eben nicht gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, sehr, dein Kollege hat es gesagt. Bei Hannover hätte heute nicht alles geklappt. Wie sah es bei deinen Jungs aus? Bist du sehr zufrieden mit dem Ergebnis? Ich muss sagen, ich bin immer zufrieden, wenn ich gewinne ein Spiel oder wenn Mannschaft gewinnt. Weil das ist Bundesliga und das ist eine harte, einfach harte Liga und einfach jeder kann schlagen, jeder. Ich habe gesagt und ich wiederhole einfach, mir ist Hannover eine gute Mannschaft oder sehr gute Mannschaft. Klar, dann einfach hat nicht gesammelt 4 Punkte, aber im Hinspiel haben wir auch verloren und die haben viele gute Spieler drin und einfach, ich glaube, dann die werden einfach bis Ende präsentieren, immer besser Handball und dann die werden einfach auch nächstes Jahr gegen uns spielen. Ich muss sagen, dann wir haben sehr gut trainiert und einmal, wenn individuelle Spieler sind bereit einfach und vorbereitet, dann ist auch ein einfachste motivieren Spieler und einfach einfachste ist, haben eine Dynamik von der Spieler, Aggressivität von der Spieler, was war in Anfang von der Phase. Anfang von der Spiel haben wir sehr stark gespielt, gut gestanden in Abwehr, sehr schnell nach vorne gelaufen, Konzentration in Angriff war. Und klar, das kann man nicht einfach 60 Minuten spielen. So, meine Jungs haben einfach wenig leicht Angriffe abgeschlossen und war sofort Gegenstoß. Und einfach Hannover ist gekommen, einfach bis ein paar Tore nur. Dann haben wir in der Kabine wieder gesagt, einfach, wir müssen wieder stark anfangen von der zweiten Halbzeit und einfach, wann eventuell kommt wieder eine deutliche Vorsprung, wir müssen das da behalten und was passiert am Ende. Ne? Ich bin sehr zufrieden mit einfach mehreren Spielern, welche haben weniger Einsätze bis jetzt gehabt. Ich werde sagen, wir sind mutig oder ich habe mutig einfach gelassen Eisenkreuzer spielen. In erste 7 in Verteidigung. Er hat sehr gut gespielt. Ne? Im Training hat das da gezeigt und das hat nur bestätigt in diesem Spiel. Freue mich auch, dann Barna Putic hat einfach ein sehr gutes Spiel gespielt. Ne? Alle anderen Spieler haben einfach seine Aufgabe und einfach mit Freude gespielt und so. Ne? Einfach viele Tore von Adefal wieder, viele Tore mit von Schindler, Vukovic und so weiter. So nicht, ne? Und einfach ich kann und ich muss zufrieden sein. Jetzt schade, weil ich habe gesagt, am Anfang, dann wir haben gut trainiert und ich bin sicher, dann jetzt einfach, wenn wir spielen weiter, Mittwoch, Samstag, dann werden wir in einfach guten Zustand und gute Form. Wenig ist schade, dann kommen einfach diese Bruch mit Nationalmannschaften, alle Europa einfach spielen jetzt Qualifikationsspiele und so weiter. Und dann einfach nach 2 Wochen wieder spielen wir einfach weiter. Wir werden versuchen, in dieser Periode einfach wenig einfach frisch machen, unsere Mannschaft, und dann wieder gut trainieren und einfach weiter in Bundesliga und auch in Europapokal, was sehr bald kommt, einfach diese Gegner von Norwegen, welche ist auch nicht zu unterschätzen. Eine beste Mannschaft momentan in Norwegen.
für das, da müssen wir bereit sein. Und wegen das, da freut mich, dann wir erweitern diese Kader. Ne? Dann Spieler, welche haben weniger Chance bekommen, dann die spielen auch gut, weil wir brauchen alle Spieler bis Ende von Saison. Danke noch einmal für gute Unterstützung, war eine sehr schöne Atmosphäre. Und ich glaube, dann meine Spieler haben auch zurückgegeben mit einfach kämpferischer Leistung und einfach eine Sieg. Dankeschön. Vielen Dank. Letzte kurze Frage an den Gästetrainer Christopher Nordmeier. Es ist erst dein zweites Spiel als Cheftrainer jetzt bei Hannover gewesen. Das erste Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen habt ihr verloren, heute wieder verloren. Was macht dich denn zuversichtlich, dass ihr die Klasse dann doch am Ende haltet? Ja, einfach die Entwicklung, die ich gesehen habe. Na klar, gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben wir gegen eine überragende Bundesliga-Mannschaft und wahrscheinlich auch in Europa eine der besten Mannschaften eben nicht zu unserem Spiel gefunden. Ich glaube, das passiert einigen Mannschaften. Man muss das einfach auch trennen von dem, was wir an Entwicklung durchmachen können. Also ich habe heute schon ein viel besseres Spiel gesehen von uns, vor allen Dingen im Deckungsbereich. Und im Angriff müssen wir noch zulegen und genau dafür ist diese Pause im Gegensatz zu Gummersbach für uns natürlich gut, denn wir können jetzt 2 Wochen uns intensiv vorbereiten auf das Spiel gegen Friesenheim und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir besser spielen werden und vielleicht auch einen etwas schwächeren Gegner haben als Gummersbach. Und das könnte dann schon reichen. Vielen Dank. So, jetzt die letzte kurze Frage auch an den Seat. Du hast es eben schon angesprochen, Europapokal gegen eine norwegische Mannschaft. Wie bereitest du dich persönlich dann auf so ein Spiel vor? Schaust du die Spiele der Mannschaften an oder wie machst du das? Ich muss sagen, dann, ich habe mich sehr ernst einfach beschäftigt mit das da und ich habe schon ein paar Kassetten bekommen und wir haben alle unsere Kontakte über ganz Europa einfach und in Skandinavien einfach kontaktiert. Ne? Und ich muss sagen, dann, ich habe schon analysiert diese Mannschaft und für mich lege ist schon einfach bereit in meine Tisch, einfach Arbeitstisch, einfach alles, was bedeutet, wie die spielen, Spieler, System. Ich mache mich auch Ideen, wie man sollte gegen diese Mannschaft spielen. Mir hat nach dieser Auslosung wenige Frage im Kopf gewesen, weil momentan das ist die beste Mannschaft in Norwegen. Die führen einfach vor Stavanger beispielsweise oder von Drammen oder solche Mannschaften, welche sind in Europa bekannt, die führen 6, 7, 9 Punkte vor. Die sind momentan Erste in norwegischer Liga. Und wegen das da war ich einfach sehr zufrieden, wann ich habe Kassette bekommen und wann ich habe gesehen, diese Mannschaft. Die Mannschaft ist eine schnelle, skandinavische Mannschaftsstil von der Spiel, ne, und wird schwer zu gewinnen, aber ich glaube, dann die sind nie besser und dann wir werden einfach Meister werden. So, vielen Dank. Ja, dann war es das mit dem Trainertalk. Wir sehen uns hier wieder in der Eugen Haas-Halle am 23.03., am 23. März um 20.15 Uhr im Heimspiel gegen die DAC Rheinland.